wisst ja, Digga, wir hatten jahrelang ein bisschen Streit, weißt du? Ich habe mich schon 8000 Mal entschuldigt. Und ich möchte jetzt einfach neutral in das Video gehen und mich mal schlau machen, was da passiert ist. Ich möchte es einfach wissen. Daher an die Leute jetzt, bitte mit Respekt euch hier benehmen im Chat. Nicht beleidigen. An die Leute, die was Böses über PersX sagen, werdet ihr instant den Perma kassieren, weil wir nicht wollen, dass Leute beleidigt werden. Und auch, falls wir das Video hochladen sollten, bleibt alle ruhig und entspannt. Wir hören uns mal neutral an, was passiert ist und versuchen uns eine Meinung zu bilden. Let's go. Gefährliche Körperverletzung im Aveno Club. Security haben mitgewirkt und Hilfe verweigert. 150.000 Aufrufe. Ich mache dieses Video nicht, um für euch eine Storytime aufzunehmen, was uns Krankes passiert ist. 18 Minuten, okay. Das ist am Wochenende. Und auch nicht hauptsächlich um die Täter, die uns das angetan haben. Es geht vor allem um die Sicherheitskräfte des Avenue Club. Oh, an der Stelle, man sieht blaue Augen, dies, das, dies, das. Ich bin gespannt, Alter. In Berlin-Mitte, in der Karl-Marx-Allee 34. Ich finde, sie spricht schnell genug. Sollen wir ein bisschen schneller stellen trotzdem? Damit diese 18 Minuten... 18 Minuten ist hart, Bruder. 18 Minuten ist hart. 1,25. Situation ausgesetzt haben, die dabei die ganze Zeit aufmerksam zugesehen haben, die keine Polizei gerufen haben, keinen Krankenwagen alarmiert haben, nicht eingriffen sind und mir sogar noch, als ich attackiert wurde. Ihre Stimme hört sich mittlerweile einfach weiblich an. Ja, entweder hat sie es antrainiert oder durch diese Hormone ist es so gekommen. Ich kenne mich damit nicht so aus. Ich sage euch auch ganz ehrlich, ich will mich damit nicht auskennen, aber so kann ich es mir erklären. Die Tür vor die Nase zugedrückt haben, damit ich mich nicht in Sicherheit bringen kann. Also Beihilfe zur Körperverletzung. Meine Freundin wurde an diesem Abend fast fünf Meter vor dem Clubeingang und niemand von den Sicherheitskräften hat etwas getan. Und auch die ungefähr circa 50 Menschen, die um den Club waren, vorm Eingangsbereich, keiner von diesen Menschen hat einen Krankenwagen gerufen oder die Polizei. Es wurde gelacht, es wurde von allen Leuten kommentiert und alle haben es gefeiert und dabei zugesehen. Es gab einen einzigen Typen, der dort war, der uns geholfen hat, zumindest mit der Polizei gesprochen hat. Ein Ehrenmann in den Chat für den Bré. Alle einmal ein Ehrenmenschen in den Chat für den Bré, der geholfen hat. Zeugenaussage abgegeben hat. Sonst hat uns absolut niemand geholfen. Also, was ist überhaupt passiert an dem Abend? Ich bin gespannt. Dem Abend. Let's talk about that. Ich und eine Freundin haben uns entschieden, in einen Hip-Hop-Club zu gehen, das allererste Mal. Also, ich war noch nie in einem Hip-Hop-Club. In Berlin zumindest. Seitdem ich in Berlin lebe, ich war immer nur in Techno-Clubs, deswegen war es noch was anderes. Und wir haben uns dann halt dazu... Techno ist Tamso und Alman-Ding, Digga. Alle gehen so auf Ecstasy ab und so Scheiß. ...entschieden, in den Avenue-Club zu gehen, weil jemand, den ich kenne, dort auch schon mal war. Und ja, egal. Zumindest sind wir dann in den... Bruder, ganz Deutschland streamt GTA RP. Warum habe ich den Deal von Buzzy abgelehnt? Ich Vollidiot, Alter. Avenue-Club gegangen. Wir sind so ungefähr um 2:30 dort angekommen. Einfach Rapper sind Streamer geworden. Modok, alle machen Roleplay, Digga. Die machen da weiter, wo sie es aufgehört haben. Waren dann dort und haben auch viel getanzt und sowas. War eine ganz geile Zeit. Die Männer, die dort waren, waren übertrieben aufdringlich, haben vor allem meine Freundin die ganze Zeit angepackt, die ganze Zeit belästigt, sich aufgedrängt, nonstop, wirklich nonstop. Ich habe auch die Frauen angesprochen in der Toilette und die meinten so, ja, die sind immer so die Typen hier, das ist halt normal. Ich dachte mir nur so, what the fuck? Ich und meine Freundin haben uns dazu entschlossen zu gehen und halt nochmal unsere Jacken abzuholen. Und meine Freundin hat halt meine Hand genommen und auf dem Weg zur Garderobe war ein Typ dort. Auf dem Weg nach oben will die Million. Dort, der hat mich festgehalten hat. Also der hat meinen Arm genommen und mich zu ihm. Digga, irgendwie hat PersX in der Vergangenheit immer diese Probleme gehabt, ne? Ich kann mich an zwei Real-Life-Stories erinnern, wo sie belästigt wurde und an die Wand gedrückt wurde und sowas. Also ohne Scheiß, das ist schon krass. Die hat echt viel Pech in ihrem Leben. Gezogen und meine Freundin hat das halt direkt gesehen und ist dann sofort auf den Typen zu und hat ihn konfrontiert. Und meinte zu ihm so, yo, was fasst du sie an? Wo sind deine Hände? Warum fasst du sie an? Und so weiter. Als meine Freundin dann den Typen zur Rede stellte, hat er sie hier gepackt und richtig nah zu sich gezogen und hat dann so aggressiv auf sie eingeredet, so, was willst du? Was willst du? Was bist du so frech? Und so weiter. Und diese... Ja, Diskotheken, Alkohol, Stress, keine schöne Kombination, Digga. Ich war in meinem Leben noch nie feiern, Digga. No bigger voice. Und ich werde es auch niemals tun. Das ist so, ich mag diese Ort-Times nicht, Bruder. Ich verstehe das nicht. Ich denke so, wenn du feiern gehst, mäßig so, vor allem an einem Ort, keine Ahnung, wo viel Alkohol fließt, wo viel Drogen im Spiel sind, Digga, dann bist du immer noch eins vor Eskalation und eins vor Streit. Weißt du, ich meine? Warum bewegt man sich an solchen Orten, Bro? Jeder braucht einen Ausgleich im Leben. Ich verstehe das. Viele arbeiten auch da. Ich respektiere jeden und so. Jetzt kann man darüber streiten. Das gibt keinen Grund, jemanden anzufassen. Dies, das, dies, das. Aber so, wenn du an einem Ort bist, wo Feuer ist, sei nicht traurig, wenn du irgendwann dich daran verbrennst. So, weißt du, ich meine? Keine Ahnung. Ich guck mal weiter. Die Situation hat sich ein bisschen hochgespielt, bis Security kam. Und direkt als Security kam, haben die einfach uns gesagt, es ist jetzt Zeit, dass ihr beiden geht. Vielleicht mochte der Security-Bré den nicht. Die nicht, sorry. Ihr geht jetzt. Zu uns beiden. Aber wir eh gehen wollten. Aber die haben uns einfach rausgeschmissen, okay? Und wir beide haben auch die ganze Zeit zu den Sicherheitskräften gesagt, warum werden wir jetzt rausgeschmissen? Wir wollten eh gehen. Aber warum werden wir jetzt rausgeschmissen? So, der Typ hat uns dumm angemacht und uns angegrapscht und wir werden jetzt rausgeschmissen. Und dann meinte der eine Security-Typ zu mir so, nein, der Typ wird auch rausgeschmissen, aber ihr geht auch. Ihr geht auch. Aber dieser eine Typ ist die ganze Zeit hin und her gelaufen. Der wurde gar nicht irgendwie... Hab den Disco mal nebenbei gearbeitet, best Gefühl besoffen und beim Tanzen zuzugucken. Okay, Digga, hört sich lustig an so. Ist bestimmt auch lustig, aber ja. Na gut.
Lech. rausgebracht, sondern der ist die ganze Zeit frei umhergelaufen, also auch an uns vorbei, als wir beide rausgeschickt worden sind. Als wir dann zum Ausgang gebracht worden sind, hat meine Freundin auch noch den Security, den Sicherheits... Der Security-Mann hat damals auch deine Videos geschaut und deswegen, hey, der Security-Bruder kennt mich nicht. Wir hören uns das weiter an und wir machen uns nicht darüber lustig, Chat. Treffen ihren Arm gezeigt, der halt so rot war, weil der Typ sie hier halt so doll gepackt hat. Und die meinten dann so: Och ja, ach du Arme, ja, es ist jetzt Zeit für euch zu gehen. Es ist jetzt Zeit für euch zu gehen, oder? Und da waren mindestens fünf oder sechs Security. Aber ich glaube, Digi, Männer sind das, glaube ich, gewohnt, so im Club immer so rausgeschmissen zu werden. Da juckt es die Security auch nicht, was man so labert, wa? Weil man denkt einfach, die sind auf Alkoholintus, die labern einfach ist das raus, raus, raus. Und dieses Video ist jetzt gezielt an das Security-Team da oder an diesen Club, um halt zu schaden. Ey, sie hat des Jahrhunderts bekommen, so. Ich glaube, ich würde es auch machen, so, aber ja. Die Typen. Und Ja, aber Frauen doch nicht, oder? Keine Ahnung, Mann. Wir hören einfach mal weiter zu. der eine, der hatte so blonde Haare, der meinte zu mir so: Och, weinst du jetzt? Ist jetzt Zeit für dich nach Hause zu gehen, oder? Och, du Arme. Und dann habe ich zu Hört sich ziemlich asozial an. ihm gesagt: Hast du eigentlich eine Mutter? Also, hast du eine Mutter? Und dann meinte dieser Hä? Security-Typ Was geht der jetzt auf Mutter? zu mir: Wir können das auch gerne draußen klären, aber dann kann ich dir versichern, dass du danach nicht aufstehen wirst. Hat das jetzt gerade der Security-Typ gesagt? Leute, ich dachte, ich lebe nicht in derselben Welt. Ich dachte, ich lebe irgendwo anders, in einem Paralleluniversum. Also der Security-Typ hat mir, bevor ich zusammen What the fuck? Hört auf zu lachen, Chat. angeschlagen wurde vor seinen Augen, mir auch nochmal Gewalt angedroht. Also imagine, du kriegst des Jahrhunderts und wirst nochmal vom Security-Blade dazu gedroht, nochmal zu kassieren. Naja, scheint nicht so ein guter Club zu sein. Weil ich angegriffen wurde. Also ich habe gar nichts mehr gecheckt. Und by the way, Leute, alles, was ich hier sage, ist zu 100% die Wahrheit. Zum Glück war es in Berlin-Mitte, wo auch gegenüber ein U-Bahnhof war. Es waren überall Überwachungskameras. Es ist easy nachweisbar und die werden mich auch nicht wegen Verleugnung oder Rufmord oder so anklagen können. Deswegen mache ich mir auch hier gar keinen Kopf, okay? Alles, was ich sage, ist zu 100% wahr. Im Endeffekt war es dann so, dass wir rausgeschmissen worden sind mit dem Typen, der uns belästigt hat. Also wir waren dann einfach zu dritt. Die haben dann die Türen so aufgemacht. Ist dann nicht so schön. Du bist einfach mit dem Bre, der dich belästigt hat, nochmal draußen und dann geht's wahrscheinlich richtig los. Was so eine Art Glastür war. An dieser Stelle auch nochmal danke an Google Street View, dass es dich gibt, weil man kann wirklich perfekt zeigen, wo das alles passiert ist. Also, so Freunde, wir kommen. Krass, hat jemand ein Detektiv-Video bestellt? Wir kommen in Berlin-Mitte, U-Bahnhof Schillingstraße, wo auch wundervolle Überwachungskameras überall sich befinden, ja? Und direkt von der Straßenseite sehen wir die Eingangstüren zum Avenue Club. Ja, genau, hat jemand Mimi bestellt, Alter? Okay. Dort befindet sich der Eingang und draußen vor der Eingangstür, auch wichtig zu berücksichtigen, nicht drin, sondern draußen standen fünf oder sechs Security-Typen die ganze Zeit. Okay, ich zeige euch das nochmal von der anderen Seite. Also da ist der Eingangsbereich und 10 Meter davor wurden wir zusammengeschossen. Also da ungefähr, wo das Schatten fällt. Ja, das sind nicht mehr als 10 Meter und man kann es auch nicht übersehen, vor allem nicht, wenn man vor dem Eingang steht. Also die hatten frontale Sicht auf das Geschehen, okay? Ich zeichne es euch nochmal gerne hier hin. Dort, Security, dort wurden wir zusammengeschlagen. Nicht sogar noch näher, also Okay, jetzt kann ich mir das Bild nicht besser vorstellen. in meiner Erinnerung war das wirklich direkt einfach vorm Eingang, aber es kann natürlich sein, dass es ein bisschen weiter weg war. Aber es war frontal vor dem Eingang und die standen halt auch noch vor der Tür. Also die haben es direkt die ganze Zeit beobachtet, kommentiert, gelacht, gejubelt, alles Mögliche. Und was ich hier vielleicht auch nochmal erwähnen sollte, ist, dass diese Studioaufnahmen 13 Jahre alt sind, aber Da drehen die Gendarmen ihre Videos auch immer. Hey. ich habe jetzt hier schon wirklich mehrere Überwachungskameras festgestellt. Von allen Seiten, also Wie die Situation dann eskaliert ist und wie es halt zu dieser Körperverletzung und versuchten kam ist, dass wir halt mit dem Typ dann zusammen rausgeschmissen worden sind und meine Freundin und er haben sich halt beleidigt. Und man muss ja auch sagen, meine Freundin ist eine schwarze Frau, okay? Sie ist eine schwarze Frau und der Typ, der mich angegraben hat Bitte keine rassistischen Wörter. und auch sie angegraben hat, ist auch schwarz. Und sie meinte dann zu ihm: Du dreckiger N-Wort, ich schäme mich für Männer wie dich, du bist eine Schande für uns, du bist eine Schande und sowas alles. Und ich weiß ganz genau, die Tatsache, dass sie das gesagt hat, wird wahrscheinlich dann vor Gericht so rumgedreht, dass das irgendwie rassistisch war. Und obwohl sie halt selbst eine schwarze Frau ist, also nichts Verbales rechtfertigt einen versuchten Schlag, aber es wird wahrscheinlich so rumgedreht werden. Deswegen wollte ich das hier auch nochmal erwähnen, dass das auf jeden Fall auch gefallen ist. Als sie ihn dann beleidigt hat und ich noch im Club stand, also ich stand wirklich noch immer bei der Glastür mit beiden Füßen in dem Club und die Securities waren um mich herumgestellt, so links und rechts und so neben mir. Und genau vor mir, ich höre nur, wie dieser Typ sagt: Du dreckige kleine Tra und hat dann mit seiner rechten Faust ihr frontal so ins Gesicht geschlagen. Also davon distanzieren wir uns zu 100.000%. Mit Gewalt haben wir auf jeden Fall nichts zu tun. Gewalt ist keine Lösung. Okay, das ist nicht so nett. Daran bitte kein Beispiel nehmen, liebe Kinder da draußen. Das war nicht so nett von dem D. Und meine Vermutung, warum er sie jetzt beleidigt hat, war, glaube ich, als er mich im Club sah, hat er mich vielleicht erkannt und hat dann einfach von mir auf sie geschlossen und hat sie dann als beleidigt. Was aber auch nicht so wirklich Sinn macht, aber das würde mir jetzt so einfach mal in den Sinn kommen. Und erst beim zweiten
ging sie dann zu Boden und lag. Und ich habe halt gemerkt, okay, die Security-Typen. Also sie konnte anscheinend gut einstecken, Digga. Ich mach Spaß, Digga. Also, mit sowas macht man keine Witze. Ist schon krass, Bro. Also ohne Scheiß jetzt, ne? Ich glaube, wenn man Perse X gar nicht kennen würde durch die YouTube-Videos und so weiter und so fort, würde man gar nicht wissen, dass sie trans ist, oder? Also, wenn ich mir so vorstelle, wie sie vor Jahren aussah und jetzt so, keine Ahnung. Irgendwie kennen die, glaube ich, in Berlin und haben einen Kick auf sie. Kein Plan. Die stehen hier einfach und schauen zu und machen nichts. Deswegen bin ich natürlich sofort reingerannt. Und Leute, ich will nur noch mal hier meine Nägel zeigen, okay? Ich habe nicht einmal jemanden geschlagen oder irgendwas. Also ich habe nicht einmal Gewalt genutzt, um meine Freundin zu verteidigen. Ich bin einfach reingerannt und wollte ihn irgendwie wegdrücken. Und dann hat er mir halt hier gegengeschlagen. Boah, Digga, hart. Hart, bockt sich nicht. Bockt sich nicht. Ich bin auch direkt zu Boden gegangen. Als ich dann auf dem Boden hockte, habe ich gesehen, dass meine... Ja, aber am Ende des Tages wird, glaube ich, niemand so eine Frau schlagen. Ne? So sollte man auch niemals machen, aber es ist einfach Alkohol im Spiel, Frust, dies, das, bockt sich nicht, Bro. Deswegen von solchen Orten immer fernhalten, Bruder, sag ich euch ehrlich. Freundin nochmal aufgestanden ist und meine Freundin hat auch keinen einzigen gelandet, sie hat aber versucht, sich körperlich zu verteidigen. Und dann kam ein anderer Kumpel von dem Typen, der uns zuerst hat, kam reingerannt und ich dachte erst so, wow, wir kriegen Hilfe, jemand kommt endlich und... Oh nein, jetzt haben sie da noch mehr kassiert oder was? Verteidigt uns. Und dann rennt dieser Typ auf meine Freundin zu, schubst sie auf den Boden. Sie lag dann da, dann haben alle auf sie eingetreten und ich saß ja noch immer auf dem Boden, das war alles innerhalb von wenigen Sekunden, als das passiert ist. Und sie haben auf sie eingetreten und ihr auch gegen den Kopf getreten. Boah, Digga. Und ab einem Punkt wurde sie dann kurz für ein paar Sekunden bewusstlos und hat sich nicht mehr irgendwie bewegt oder so. Das ist nicht gut, Bro. Dein Leben kann ganz schnell vorbei sein, nur weil du einmal kurz feiern warst, dass da Streitigkeiten... Digga, das ist nicht gut, Bro. Egal, wie sehr man einen Menschen nicht mag, sowas macht man nicht, Bruder. Das tut mir auch übel leid für sie, ja. Lag einfach nur so da. Sie lag also mit dem Rücken auf dem... Und ich kann das heute so sagen, Bro. Ich bin kein Kind mehr, so. Weißt du, ich meine, damals, wir hatten Streit. Sie hat meine Mutter beleidigt, mir nicht mehr gezeigt. Dies, das hat sich dafür bis heute nicht entschuldigt, obwohl ich mich 8 Mal in Videos entschuldigt habe. Aber das gönnt man niemandem einfach. Andere würden lachen und sagen, haha, kassiert, Karma. Sowas macht man nicht, Bruder. Bockt sich nicht, wallah. Boden mit dem Gesicht nach oben, so ein bisschen zur Seite gedreht. Ihre Hände nicht vor ihrem Gesicht, sondern die lag da so. Und da hatte ein Typ seinen Fuß genommen und ist auf ihr Gesicht gesprungen. Digga. Und dabei hat er ihre Nase gebrochen. Hat jemand Smackdown bestellt oder was? Digga, was macht der denn? Hanne, warum? Und ihre Zähne rausgeschlagen. Und als er das allererste Mal auf ihr Gesicht gesprungen ist, hat sie danach ihre Hände genommen und sich so ein bisschen zur Seite gedreht. Und er wollte einfach noch ein zweites Mal auf ihr Gesicht springen. Wenn man jemanden ausgenockt hat, der auf dem Boden liegt, okay, und sich nicht mehr bewegt und du auf das Gesicht springst, du versuchst natürlich in dem... Ehrenlos, Bruder. Wirklich sehr ehrenlos. ...Moment, den Schädel zu brechen, eine Hirnblutung auszulösen und diesen Menschen einfach... Und das hat dieser Typ gemacht. Und ich zeige euch gerne nochmal die Entfernung zur Eingangstür. Das waren wenige Meter. Wir haben es verstanden. Hanne, was, das könnte auch 5 Meter, 100 Meter entfernt sein. Ich weiß schon, worauf sie hinaus will. Ja, man hätte sehen können, helfen können, dies, das. Hab keinen gejuckt. Tamam, wir haben verstanden, aber du brauchst nicht achtmal einzublenden. Umgeben von mindestens 50 Leute, die am Club anstanden und auch von... Oh, fuck. Jetzt kommt das Ekel. Okay, ich verstehe. Und es haben auch sehr viele Leute zugeguckt. Naja, Zivilcourage ist in Deutschland leider nicht so bekannt und nicht so beliebt. Ich erinnere an die Backpfeife von Fat Comedy, wo auch jeder nur geguckt hat. Im Club zusammen gechillt haben und geredet haben, geraucht haben. Da waren überall kleine Gruppen um den Eingangsbereich herum, die dabei zugesehen haben. Alle Augen waren auf uns gerichtet. Und alles, was er geschrien hat, war, das sind... Okay, also weil es sind, darf man sie schlagen, okay? Das macht auf jeden Fall Sinn. Hanne, so, ich denke jetzt auch nicht, dass das kleine Kinder waren. So, ich check's nicht, Bruder. So, wir können ja alle sagen, okay, der ist transsexuell oder die ist transsexuell, ich kann nicht verstehen, ich find sowas krank, bla bla bla. Ihr könnt ja alle eure scheiß Meinung haben. Interessiert mich nicht. Aber ich sag's euch, wie es ist, Leute. Was habt ihr davon, euch über diese Leute aufzuregen? Gar nichts. Lasst sie doch einfach leben, Bro. Ich war früher auch extrem getriggert, aber was juckt mich das, Bruder? Was juckt mich das? Ich bin heterosexuell, ich liebe Frauen. Ich liebe sie alle, Bruder. Wallah, ich liebe Frauen, sind sehr schöne Wesen. Aber wenn jemand sich entscheidet, so zu werden und so zu, das ist doch deren Sache, Bro. Da rumzuspringen, rumzuschlagen, okay, ich auch auf Alkohol und dann das damit zu begründen, das ist hart, Bruder. Das ist echt traurig, voilà. Das sind Transen. Und er hat damit natürlich bewirken wollen, dass keiner von den Menschen, die umgeben... Ah, okay. Weil es Transen sind und die das sagen, hat keiner geholfen. ...man von uns denkt, dass wir Frauen sind, die geschlagen werden. Wir sind Transen. Und deswegen ist das irgendwie okay. Und soll ich euch was sagen, Leute? Es hat gewirkt, okay? Krass. Keiner kam. Ich wurde ganz am Anfang zweimal von dem Typen geschlagen, der auch meine Freundin so verpasst hat, ja? Und ich habe gemerkt, beim zweiten Schlag, den ich abbekommen habe und ich wieder zu Boden gegangen bin, unmittelbar hinter mir, ein paar Meter hinter mir, höre ich die Sicherheitskräfte rufen, die nichts dabei tun. Ich habe auch hinter uns irgendwie gehört, dass Leute gerufen haben so, man schlägt keine Frauen, das sind Frauen, ihr dürft die nicht schlagen. Und der Typ schreit nur so, nein, das sind Transen, das sind keine Frauen, das sind Transen.
Hart. Und ich habe einfach gesehen, wie die Leute sich der Situation weiter entfernt haben und gar nicht irgendwie versucht haben, uns zu helfen. Die dachten sich nur so, okay, das sind Transen, krass, okay, ja, ja, gut, dann, ich meine, ja, ist halt nicht unser Ding, basic. Ja, an der Stelle können wir das, glaube ich, abbrechen. Sehr hart, sehr hart. Wir können es nur immer wieder predigen. Gewalt ist keine Lösung. Ich bin niemand, der, keine Ahnung, auf Leute drauftretet, die am Boden liegen, so. Hart. Ich hoffe, der Club wird bestraft, Security wird gewechselt und sie kriegt auf jeden Fall ihr Hack. Mehr kann ich nicht sagen. Ich habe einen Daumen hoch da gelassen. Wer hätte es gedacht, Digga? Liebe Grüße an Persex, gute Besserung. Ja, scheiße. Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Was soll ich dir sagen? Alles Gute. Okay, tschüss.